euch im Chat sitzen und ein wenig Gesellschaft. Komme ich aus dem Quatschen nicht mehr raus. Aber gut, Konzentration, jetzt halt's Maul. Setzen wir die Segel und auf in die See, meine Süßen. Ja, wir müssen die auch noch ziehen runter so weit und dann geht's hier auch schon los. Nice, nice. Das Schockierendste an der ganzen Scheiße ist eigentlich nur, dass wir es, glaube ich, in 58 Minuten nicht einmal geschafft haben, das Schiff jetzt hier zum Starten zu bringen. Dessen Anker wir natürlich auch noch einholen sollten. Natürlich. Multitask-mäßig war ich das letzte Mal ein bisschen besser unterwegs vielleicht, aber das werdet ihr dann noch zu sehen kriegen, sobald wir an Land gehen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Knoten, wie viel kmh relativ sind. Ich sag mal 30 Knoten oder so, das ist schon eine recht Judas Speed, den man vielleicht auf 50, ey, ohne Scheiß, nee, kann ich nicht, Alter, dann ficke ich schon wieder das Internet und klaue wertvolle Dingens. Relativ. Interessant, ich habe es auch nicht ganz runtergespannt, dementsprechend haben wir auch mal eine richtig schöne Sicht hier auf die offene See. Wir fahren auf jeden Fall relativ richtig, Neißenstein. Wir haben einen kleinen Drift drinne, das gefällt mir nicht, müssen noch mal ein bisschen links weiter rüber. Zack, die Bohne, nice, nice. Kurz mal ein wenig korrigiert und hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, wir segeln und sind froh. Ich brauche noch so eine coole Ziehharmonika oder so einen Scheiß und ich glaube, es gibt auch noch die ein oder andere Geige. Da ich aber schwerster One Piece Fan bin, Brook über alles liebe, würde mir so eine Geige auch ganz gut stehen. Ja, ich bitte drum. Also was das Hand an die Hand nehmen DS2 angeht. Ich werde mir im Vorfeld nochmal den tunneligen Story-Einstieg, Alter, mit viel Rauch und Atmosphäre gönnen, der ja wirklich grandios inszeniert, also Hut ab dafür. Und sowas hatte ich eigentlich auch von Teil 1 erwartet. Davon hatte ich damals die Beta gespielt und das Ganze hatte mich soweit nicht überzeugt, weil ich vor allem Bungie-Technik mit einem fantastisch ausgearbeiteten und mit spannender Story versehenden Universum gerechnet habe und ja auch alles gegeben war. Vom Design, dem Artworks, Alter, der Umgebung und alles drum und dran. Fantastisch. Ich wollte nur den passenden Kontext dafür haben. Alleine der Wächter thronend über der Erde selbst und so. Das hatte so einen Style, auch so dieser Fantasy-Sci-Fi-Mix. Super, Alter. Activision hat es dann aber wieder durch den Marktforschungs-Fleischwolf gedreht, Alter. Die Führungskräfte von Bungie das sinkende Schiff verlassen. Und fast hätte man glauben können, dass Destiny schon wieder so gut wie tot war. Man sich ja auch noch mit dem letzten DLC, vorletzten wohlgemerkt, auch wenn ich sowas nie zocke, ich weiß ja immer relativ Bescheid, ich muss so welche Desasters immer ein bisschen verfolgen. Aber der König, DS1 ist deutlich besser, sagst du, aber wahrscheinlich nur rein spielerisch, meine Liebe, also vom ganzen Drumherum her. Die Inszenierung und Story und einfach der Kontext, dass man ein bisschen weiß, warum man wieso, weshalb irgendwas tut, müsste doch in Destiny 2 eigentlich schon ein bisschen besser sein, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Niki, dass der springende Punkt war, dass ich das Spiel auch einfach irgendwann nicht mehr leiden wollte, weil es schon irgendwie ein Jahr am Laufen war und ich so viel Content hätte nachholen müssen, um dann doch wenigstens noch in die grandiosen DLCs, die nachgereicht wurde, nachzujetten. Und andererseits habe ich tierisch Angst vor solchen Zeitfressern, weil ich Fallout 4, was ich gefeiert habe wie ein König, die Ankündigung selbst, ey, den dritten Teil habe ich gesuchtet, geliebt, oh mein Gott, Alter, herrlich, ey. Habe ich Day One gekauft, liegt seit 2 Jahren in meinem Regal, schaffe ich einfach nicht zu spielen, ey. Verfickte Scheiße, aber gut. Und bei Destiny hatte ich einfach Angst, dass mir das auch eine Menge an Zeit rauben wird. Und die Anfangszeit, wo du nur in diese Höhlen geschossen hast und all so ein Kram, ey. Das war schon echt gefährlich. Aber wie gesagt, das wurde ja Gott sei Dank alles nochmal da ein bisschen relativiert. Und ich flitz jetzt auch nochmal runter in die Kajüte, um zu schauen,
Wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter links hier wieder rüber. Ich glaube, die Segel... Nee, eigentlich können wir jetzt auch auf diesem Speed hier relativ haften bleiben, bevor ich da gleich mit Ach und Krach an die Küste unserer kleinen Schatzinsel hier rausche. Und auf halbem Wege dessen, da oben haben wir noch Dingens, genau, das darf ich gleich nicht abhaken. Aber ja... Auf jeden Fall fand ich Destiny 2 den Einstieg mega geil, Alter. Die ganzen Cutscenes etc. pp. Eigentlich war das auch eine megamäßige Überraschung gewesen, wenn Activision nicht im Vorfeld schon wieder alles mit den passenden Trailern und Co. gespoilert hätte. Vor allem dann auch für so Destiny-Liebhaber, für dich, wenn ihr sozusagen ein bisschen Gameplay aus der Mission etc. pp. Gekriegt hättet, das Spiel angeschmissen zum Release und auf einmal wird der Wächter die essentielle Kugel des Ganzen und Mittelpunkt dessen zur Hölle gesprengt. Was für eine Überraschung eigentlich. Was zur Hölle passiert da? Aber ich baue irgendeinen Scheiß gerade. Ich baue irgendeinen Scheiß. Abbruch, Abbruch, drehen, 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 drehen. Oh Gott, okay, wartet kurz. Segel einholen. Wir müssen die Kurve etwas geschmeidiger nehmen. Sehr schön, sehr schön. Natürlich geht das schief, natürlich geht das schief. Jetzt bitte wieder runter. Dankeschön. Kurz ans Steuerbord. Die Kurve gedreht. Verpissen. Runterrennen und die Lecks stopfen. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Das scheint aber auch noch nicht die Insel zu sein, wo wir hin müssen. Oder was ist das Ende vom Lied? Das ist ein Zeitfresser, weil es einfach Bock macht. Ja, meinetwegen. Und eine Menge Loot mit sich bringt. Ich bin gespannt. Ich habe, wie gesagt, einfach Angst davor. Und wer weiß, wie schlimm er mich mit dem Scheiß am Ende anfixt. Und solchen Zeitfresser habe ich schon mal ein Jahr auf der Brust gehabt. Mit Ark, ein Jahr lang nichts anderes mehr gezockt, weil das jegliche Aufmerksamkeit verlangt. Ey, fuck off! Ich hab's, glaube ich, verkackt. Oh Gott. Warte, warte, das ist noch nicht aller Tage Ende hier. Hier ist noch nicht aller Tage Ende, meine Lieben. Oh doch, hier ist einfach mal richtig Schicht. Warte mal, wir können doch, glaube ich, noch, oder? Beruhigt euch. Nein! Nein! Wisst ihr, was das unfassbar schockierend ist? Das hat schon irgendwie richtige Titanic. Wow. Wow. Das ist schon krass. Und wie die Wellen hier unter der See am Ausschauen sind. Super. Hammer. Aber ja, okay. Alles cool, Jo. Da haben wir unsere vollschore gepumpte Original Ariel jetzt am Start. Ja, wie gesagt, die macht auch nicht mehr so gut einen Wett hier, aber gut. Un momento, el compañero, das sind Fjords. Da sind Skelette, die dich mit Kanonen beschießen. Das habe ich leider auch schon mal in einem Part davor, wo ihr noch nicht am Start wart, bemerkt. Ich hatte aber irgendwie die Hoffnung, dass das schon das kleine Inselchen ist, wo wir drauf zusteuern. Bei dem anderen Ding gab es auch einiges an so kleineren Burgen und da saßen die Kanonen und so. Das kam ja irgendwie gefühlt aus dem Dickicht geschossen, du kleiner Scheißer, ne? Oh, guckt euch dieses super süße Schweinchen an, ey. Hammer! Dich finde ich echt knuffig, du Arsch, ey. Lauf, kleiner Mann. Alles cool. Du hast so... Also ihr habt da schon eine Schadensanzeige. Oh! Beruhigen wir uns alle. Oh. Oh yeah. Let's take some pills and go up to the sky. One pill take you up and rise and one pill will you get tonight. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Da das hier von Anfang an schon keinen Sinn ergeben hat, mein liebes Wölkchen, bevor du mittlerweile dem ganzen Koop-Plan für morgen vielleicht doch etwas kritisch entgegenblickst, weil ich mir ganz schön Scheiß zusammensorge, sei dir bitte gesagt, dass das eher die Ausnahme zum Abend immer ist und ich vor allem dann
konzentriert, mit Matrosen im Ohr, sehr viel besser unterwegs bin. Mann, ich zock mir da ja auch einen relativ amüsanten, aber doch schon sehr nonsensigen Scheiß zusammen. Aber gut. Wir lernen immer weiter dazu. Kurz noch die Reichweite der Sprengkraft selbst gecheckt und die haben meinen Tresor zerstört. Die Nutten? Inwiefern, Alter? Muss ich mir das denn bitte schön vorstellen? Das hört sich ja fast schon an wie in... Bist du arg am Spielen? Also da kriege ich jetzt schon leichte Déjà-vus. Tresor zerstört, arg, blöde Wichser, Dinosaurier geklaut, verficktes, missgeburtiges Drecksspiel, Alter, was sich die Nächte wach hält. Aber ich glaube nicht, gibt's hier auch in Dingens Hurensohn, Mist, Arschloch, Schlangenficker. Läuft, ey. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das die Insel ist, wo den Schatz am Finden sind. Und dementsprechend schwinge ich mal meinen Arsch hier wieder an die Karte runter. Guck mal, wo es uns jetzt hin verschlagen hat. Heute, Kinder, wird's was geben. Heftig, kräftig, würzig, froh. Das Ding wollte ich auch schon ein bisschen länger anmachen. Ich habe ein unfassbares Pappmaul, Alter. Ey. Ich vergesse nicht nur aufs Spiel zu achten, sondern... darauf, dass ich nicht gleich ins Koma falle. Wie war nochmal dein Gamertag? Einfach der Jage, auch entschuldige, mein liebes Wölkchen, aber einfach den Unterstrich weglassen. Also, so Fleißinfo und einfach mal, ich tippe das hier so ein, ne? Jage, Gabone. Es gibt aber nichts zu tippen. Die Tastatur ein bisschen rumspackt, aber nochmal, Jage, Gabone. Ay, caramba. Aber ja, einfach so, meine Liebe. Und um die Pointe nochmal zu kriegen, ein kleines Schlückchen noch gegönnt. Die kleine Schweineinsel wieder angesteuert und guck mal, dementsprechend könnte es jetzt ein bisschen weniger lustig, ein bisschen weniger textlastig werden, aber Konzentration. Wir haben es Viertel vor vier. Wir werden jetzt diesen beschissenen Drecksschatz noch von dieser Insel bergen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay. Oh, das ist aber hübsch. Da würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal reinschauen. Aber gut. Das zum Thema Konzentration. Ne? So, wir müssen jetzt rechts abbiegen. Relativ. Wir haben ja auch einen Kompass am Start. Einfach immer in Richtung Süden. Konzentrier dich doch mal ein bisschen, Alter. Wofür hast du das Schmuckstück hier an der Seite kleben? Neißenstein, Neißenstein. Ja? Dann machen wir die Biege hier rechts um die Insel. Nicht allzu aggressive Fahrt hier aufgenommen. Und dann wird's schief gehen. Ja, komm, das kann was. Ja. Ich weiß, du möchtest dich losreißen, meine Schönheit. Und so lass es erobern ein letztes Mal die offene See. Hallihallöchen, die Dame. Und Nachricht bekommen. Beim richtigen angekommen. Freundschaftsanfrage gleich hinterher und kriegst du noch zurück, wenn wir das Ding hier gleich beendet haben. Ich bin gespannt. Auch ein sehr schönes Detail, was mir jetzt erst auffällt. Ich weiß nicht, ob das eine einmalige Wolke ist oder die random hier überall am Auftauchen sind. Aber das ist ein beschissener Totenkopf, dem die Augen am Glühen sind. Fantastisch, ey. Diese kindliche, aber schon mit dem Augenzwinkern für den Erwachsenen selbst. Unbeschwertheit war schon immer das Markenzeichen von Rare, Alter. Und Wahnsinn, wie sie Back to the Roots gefunden haben. Wirklich schön. Aber ein bisschen mehr Segel können wir uns doch schon gönnen. Oh, was ein Anblick. Da könnten wir doch alle dahin schmelzen. Oh, und jetzt haut auch noch der passende Soundtrack rein, oder was? Das Ende vom Lied ist... Als sie den Turm angegriffen haben, um den Reisenden zu stehlen. Ach, interessant, das beziehst du dann ja auch relativ auf den Übergang von Destiny 1 zu 2. Wobei die Rückkehr zu deinem noch vorhandenen Thron, als sie den Turm angegriffen haben, um den Reisenden zu stehlen... Bin gespannt, das müsste ja eigentlich noch Kontext aus dem Intro selbst und dem dreistündigen, cutscene-lastigen Einstieg sein.
Da siehst du ein Raid, die Wolke taucht immer zufällig über einer Skelettinsel auf, die gibt's guten Loot. Interessant, Was ist denn zum Beispiel guter Loot am Ende? Relativ. Also gibt es hier dann auch schon ein paar Schwerter, die mehr Schaden verursachen, Waffen mit besserer Reichweite oder dergleichen. Im Vorfeld hat das nicht alles so danach ausgeschaut. Und ich glaube auch zumindest, dass wenn es das gibt, sonst natürlich Individualisierungskram, ein nettes Mützchen, Alter, die Augenklappe noch dazu und etc. Pipi, was ich auch schon sehr cool finde, Ist ja zu kaufen und wahrscheinlich auch selbst zu finden, ne? Aber dort gibt's dann so Skelettwellenangriffe. Ja, holla die Waldfee, Und who the fuck is Alice da hinten? Am Ende des Horizonts. Ey, auch einmal dieser Farbwechsel, wie die Sonne da hinten noch am Abtauchen ist, sich die Wolken noch rot färben und hier das blau schimmernde. Also die blau schimmernden Kronen der Wellen selbst hier auf dem Meer, Halleluja. Ja, okay. Hi, ho, Kehrtwende, Backbord, Segelschiff, Blackbeard an Bord oder so ähnlich. Interessant. Ich bin gespannt, was mich dahinter erwartet. Alles klar, meine Liebe. Also du bist jetzt erstmal raus und wahrscheinlich auch schon direkt. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht, meine liebe Niki, und wir hören uns spätestens dann mal ab nächster Woche wieder. Und jetzt muss ich kurz mal zusehen. Das ist eben das Problem, ne? Und das ist sehr schwer zu koordinieren. Wenn man hier alleine unterwegs. Aber ja, das läuft, das läuft. Jetzt direkt wieder gegenlenken, das den Kurs halten in Richtung Norden. Backbord, Steuermann, setz den Onker und so weiter und so fort. Alles cool. Was mir noch ein bisschen Probleme bereitet. Ich gehe jetzt auch nochmal runter nach korrigierten Kurs. Ich hoffe, du hast zumindest meinen Gute-Nacht-Gruß noch mitgekriegt und Dirty Cornet hat mich als Freund hinzugefügt. Ich danke und bin schon mal gespannt auf die morgige Koop-Runde dann im Zweifelsfall. Okay, kurz nochmal die Kurve gekriegt. Und ich glaube, das kleine Eiland hier auch unser Ziel. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass er von selbst relativ am Abbremsen ist. Ich werde nochmal die richtige Richtung einleiten. Sodele. Und jetzt ist Timing gefragt, weil ich bin echt kein Freund von langen. Zack, die Bohne, Und jetzt gibt's erstmal eine Handbremse. Oh Gott, ich zerfick schon wieder. Das muss noch gelernt werden. Das muss noch gelernt werden. Die Pranken in der Hand und dann wird das schon schief gehen. Oh mein Gott, Aber darin bin ich mittlerweile geübt, mein sinkendes Schiff hier zu reparieren. Fix. Das finde ich auch unglaublich lustig und das macht im Koop auch sicher eine Menge Spaß. Alter, überhaupt das ganze Gewusel auf dem Schiff dann selbst. Hast du dir auch schon eine relative Session mit dem einen oder anderen gegönnt oder auch noch gar nicht so reingespielt? Weil eigentlich ist ja auch erst ab 12 jetzt zur Verfügung steht, ne? Rein für den Zock. Aber ja, so, wir sind relativ heile hier gelandet. Da haben wir sogar noch ein ungestopftes Loch, ne? Interessant, dass das auch Echtzeit, je nachdem, wie wir uns nach links oder rechts, also ne, muss schon auf Stand des Wassers sein, dass das da überhaupt am Reinkommen ist. Und dementsprechend haben wir hier auch noch ein bisschen was kassiert, ne? So, da chippen wir noch raus. Richtig gut mit dem Totenkopf da hinten, das gefällt mir. Da helfe ich dir, dann ist eine Ansage. Ich weiß auch nicht, ich muss morgen noch zu meiner Dorme flitzen, irgendwann mal gegen 4, 5 und dann gibt's auch noch ein bisschen Nachhilfe im Punkto Mathe, da steht die Klausur am Donnerstag an und da muss ich am Start sein. Dementsprechend weiß ich nicht, vielleicht kriegen wir noch so eine Session zum gemütlichen Mittag hin, so 12:01, sonst hören wir uns vielleicht gegen 9:10, du scheinst ja auch eine relative Nachtschwärmerin zu sein, also könnt das schon in den Kram dann passen.
Da bringe ich vielleicht den einen oder anderen dann auch noch mit. Aber gut, wir machen mal den Körper ins wunderschöne Meer. Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt. Aber das sollte sie sein. Das sollte sie sein. Komm, Alter, den Schuss kannst du dir erstmal gönnen. Und ich finde den Kampf gegen die Skelette, so einfach er ja auch gehalten ist, einfach nur spaßig. Ey, mit dem ganzen Drumherum, das Trefferfeedback, das Knallen, der Sound, das Reinhacken, das Rumgetänzel, das Zerknacken, Alter. Ich fange mich ein wenig an, in das Schmuckstück zu verlieben. Auch wenn ich da noch viel Spielraum für mögliche Fettnäpfchen sehe. Aber schauen wir erstmal den Moment dafür genießen. Und ihr seid echt schnuckelig, ihr kleinen Penner, ey. Hui! Goodbye. Aber ja, kurz mal die Karte an Start geholt. Ich frage mich auch, inwieweit die Dinger hier random am Spawnen sind und man sich den Arsch relativ aufreißen muss. So, wir haben einen ganz schmalen Weg an der Spitze der Insel. Wir haben einen ganz dicken Weg in der Mitte dieser. Und ich glaube, da befinden wir uns relativ schon vor. Ah, das ist der kleine Pattweg an der Spitze. Das müsste die Mitte soweit sein. Ein wenig Gestrüpp hier am Boden. Und ich bin der Felsenfesten. Oh, die Show müsste mir jetzt gerade noch versauen. Entschuldigt. Oh, mir schlafen die Beinchen ein. Dementsprechend kurz mal zurückgelegt. Kurz das Pack hier zerhackt. Und goodbye, my friend Argentina. Das war es auch schon wieder, ne? Okay, läuft. Hammergeil. Okay, nachgeladen. Es reicht, ihr Süßen. Papa möchte sich erfreuen jetzt an dem Schatze, den er hier am Ausbuddeln ist. Und ja, bin ein R, alles klar, lass dich nicht von meinem Profilbild beirren. Ach, du hast auch noch das passende Profilbild, oder was, Digga, läuft. Wollt sie sich ja nur wieder den einen oder anderen eine Runde Trolling geben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber... Ja, stimmt, das ist ja auch der Fall hier auf der Xbox. Naja, Watteflöckchen hat doch auch ganz gut gepasst. Entschuldigung, Watteflöckchen, das ist ja nur meine Süßin, aber Flauschewölkchen kommt ihm auch schon recht nah, absolut. Okay, Juno Momento, El Compañero. Dann holen wir jetzt endlich mal, sehr schön, den Schatz hier aus dem Boden raus. Meine Fresse, lang hat's gedauert. Und ja, Truhe des Schiffbrüchigen aufheben, super. Ich nehme an, hier kommt noch das ein oder andere Skelett um die Ecke geheizt. Nee, okay, dann können wir das Ding hier ohne Probleme in Sicherheit bringen. Das gefällt schon mal schwer. Was zur Hölle bist du denn? Auch ein kleines Schweinchen? Tatsache, ja. 3.53 Uhr schon wieder. Da muss ich wahrscheinlich X drücken, ne? Komm schon, Baby, komm schon. Jetzt einfach X gedrückt, genau. Und goodbye, Baby. Das war knapp, Alter. Mein Piratenleben. Schließe ein Goldsammler-Seefahrt ab. Interessant. Einfach mal hier unten reingestellt, wa? Und die... Geil. Gurken jetzt hier sicher noch an meinem Schiff rum und wollen mich trollen. Relativ. Ihr verpisst euch ja wenigstens. Raus aus meiner Haut, ihr Schwuchteln. Ey, der hat mich jetzt fast noch zur Hölle geschickt im Zweifelsfall. So geht's ja auch nicht, ne? Dann gönnen wir uns noch eine Banane. Ey, die schießen hier durch. Ey, leck mich am Arsch. Am liebsten würde ich ja schon wieder die Kanonenkugel auf euch richten. Aber dann kann ich alles haben. Munition auch nicht mehr am Start. Dann scheiß drauf. Lankerlichten. Inwieweit mir jetzt diese komische Schatztruhe da auch irgendwas am Bringen ist, würde mich ja mal interessieren. Also vor allem auch, was das Austreten aus der Lobby angeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an dieser Stelle einfach mal aus der Lobby gehen würde, ob ich die in Form von Talern irgendwie noch hätte, weil du kannst ja den Spielern selbst auch ihre Truhen klauen im Zweifelsfall, Oh, das fällt mir ja auch mal gerade wieder ein, das finde ich nicht so dufte. Muss man sich dafür in irgendwelche sicheren Häfen bewegen, da dann kurz safen und das Ding ist geritzt oder wie? Dann eh die nächsten
zum Betas gezockt, bin aber gerade dabei, es runterzuladen. Okay, läuft. Und die nächsten Nächte durchmachen, mit ein bisschen Schlaf am Tage, nehme ich an, ne? So, ey, da gurken auch noch direkt zwei riesige Schiffe rum. Wie viele hier wohl auch am Rumgurken sind, relativ, Alter. Da werfen wir jetzt nochmal einen letzten Blick drauf. Wie zur Hölle wir das machen? Ah. Interessant, richtig crazy, Freunde der Sonne, ey. Und mit sechs Mann kannst du, glaube ich, auf die Schmuckstücke drauf, ne? Wir bewegen uns ein bisschen zu fix in deren Richtung. Ich weiß auch nicht genau, was wir jetzt mal hier ansteuern sollten. Das könnte einen aber auf Dauer auch ein bisschen behindert machen, ne, muss man sagen. So, jetzt kurz mal in die Heimat vielleicht gesegelt. Etwas Pech greifen die mich jetzt auch gleich an. Da ist mein Schatz erstmal futsch, ey. Wenn's weg ist, dann ist es weg. Natürlich, es gibt kein Safen. Ah, da kannst du die dann gegen Gold eintauschen. Okay, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, dass wir nämlich zu dem Typen müssen, der uns ja auch die Mission gegeben hat. Muss ich auch echt aufpassen. Die Kurve und dann Nordosten relativ genau jetzt. Einschlagen. Wir sind doch eigentlich perfekt. Nein, wir gehen zu weit nach Norden, alles cool. Heute, Kinder, wird's was geben. Giftig, deftig, würzig, froh. USA, USA. Sodele, das sieht richtig gut aus. Bei der Landung selbst werde ich wahrscheinlich nochmal mein kleines Boot hier ein bisschen zerficken, aber wird schon schief gehen. Also geht man hier Runde für Runde, Lobby für Lobby. Scheiße, ey, ihr wollt doch keinen Stress, oder? Was ist aber der springende Punkt, Alter? Können die mir noch auf dem Weg zu dem Goldtypen selbst die Schätze klauen, Alter? Oder bin ich relativ safe, wenn da irgendwie in 2-3 Metern Umgebung der Insel dann selbst bin? Das würde mich ja noch brennend interessieren. Und wenn dieses gehässige Pack, Alter, meint mir hier... Ey, es gibt doch nicht fucking Andy Milonakis mittlerweile, Alter, auf Dingens. Das ist zu krank. Ja, jetzt schießt's auf mich, interessant. Warte mal, beruhig dich jetzt mal hier, so. Alles cool, ist mir auch eigentlich scheißegal. Zack, die Bohne. Geil, richtig geil, ihr blöden Wichser, Alter. Ihr könnt euch so ficken gehen. Meins. Ey, richtig gut, ne? Richtig gut. Das kriege ich sogar noch gebacken im Zweifelsfalle. Da haben wir die Insel und da vorne müsste die Type sein, ne? Relativ. Das ist fucking Andy Milonakis, ey. Crazy, Alter. Okay, da vorne haben wir die ganzen Hütten und Co. Dementsprechend schießen die immer noch auf mich. Hammer. Was ist nicht in Ordnung mit euch? Ich dachte gerade, die Möwe wäre eine Kugel, die da noch über meinen Kopf am Herrauschen ist. War alles im grünen Bereich. Hallo, der Herr. Und da haben wir dich doch, mein Süßer. Mit Hugh sprechen, Truhe des Schifferchen verkaufen. Ich bitte drum. Weg mit dem Scheiß. Und Tatsache, einen Erfolg kassiert. Ich will Pirat werden. Verdiene ausreichend Ansehen, um bei einer Handelskompanie eine Stufe aufzusteigen. Nett und interessant. Das ist doch mal eine fantastische Schlusspointe. Die uns sogar noch vor den großen Galeonen gerettet haben. Unseren Schatz in Sicherheit gebracht. Dementsprechend, glaube ich, haben wir es fucking 4 Uhr morgens. Ich mache so langsam Schicht im Schacht.
Du musst zum Zelt schnell. Ja, Tatsache, ne? Das ist doch eigentlich richtig gut gelaufen, Leute, ich meine, Digga. Dementsprechend zieht euch die mal jetzt rein, ne? Wie die hier noch am Rumschuffen sind. Germans. Interessant, Alter. Die reden sogar mit mir, die Spasten, Alter, ey. Fick dich doch ins Knie, du Sau. Spack dich weg, du kleiner Hau. Your mother is a man. Dankeschön, ich hoffe, das hat er noch mitgekriegt. Ist mir aber so scheißegal, ich habe meinen Schatz abgegeben, relativ. Ich hoffe, der hat es auch irgendwie kassiert, die Patten dafür selbst. Und interessant, dass du die dann auch sprechen hörst. Ich höre auf einmal nur ihr wahrscheinlich nicht, weil die erst den Sound für den Stream anschalten müssen, aber there's someone talking. Maybe a German, I think so. Er hat irgendwas aber gesagt, Alter, dass ich wohl ein Deutscher bin, weil ich eben Deutsch spreche. Deutsch, 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 Statzen und so. Ich bin weg hier. Sodele. Bin ich ja mal gespannt. Ich müsste jetzt ja auch so ein paar Taler auf Tasche haben, relativ, ne? Ich war auch echt überrascht, muss ich sagen, dass der Typ auf einmal hinter mir stand. Ich dachte, das ganze Pack hockt da auf dem Schiff, ey. Und dann schießt auf einmal so eine Ladung Schrot an mir vorbei. Ja, danke auch, ne? Das war aber gerade eine buggige Schlange und da haben wir schon wieder Hühnchen, ey, ne? Hier haben wir alles eigentlich. Aber gut, ich will jetzt nur noch mal gucken. 81 Taler, die haben wir. Wenn ich jetzt aber mit diesem 81, ja, die hörst du im Spielchat, Tatsache, in der Hinsicht ist das sogar echt kontraproduktiv, wenn man sich in Partys hockt, Alter. Das ist schon irgendwie richtig lustig, wenn du da auf einmal so Leute sprechen hörst. Aber um eine Pointe nochmal mitzugeben. Hallo, du fürchterliches Totenkopf-Etwas. Sind diese 81 Taler jetzt safe und die nehme ich von einer Lobby mit in die andere oder dementsprechend, dass ich da auch mal stellenweise ein bisschen Geld zusammensparen kann oder wie schaut das so aus? Wie ist das denn auch mit den Galeonsfiguren und so ein Scheiß? Kaufe ich die auch noch für eine Multiplayer-Session oder sind das so Unit-Qui-Gegenstände, die auf ewig dranbleiben? Damit kannst du dir dann Skins für den Aussehen, sprich entweder für deine Waffenklamotten oder für dein Schiff holen, genau, ne? Aber kann ich diese Taler auch speichern? Wölkchen? Also relativ? Dementsprechend, dass ich jetzt sozusagen speichernd aus der Lobby gehe, auf kurz oder lang komplett hier durchziehen, relativ. Die sind safe. Okay, das ist cool. Dann machen wir nämlich an dieser Stelle, glaube ich, jetzt ein Ende. Den Weg ins Hauptmenü gönnen wir uns jetzt noch. Spiel verlassen, bin ich dabei. Und entsprechend interessant hat es mittlerweile auch knappe 2 Stunden schwer. Hat sich gelohnt, auch eine Menge Spaß gemacht. Läuft. Ich bin relativ angefixt, auch wenn ich da vielleicht noch ein paar Probleme bei der späteren Motivation sehe. Das war jetzt doch schon ein bisschen ernüchternd, Alter. Springender Punkt auch, dann scheint man sich ja keine jetzt in Anführungsstrichen bessere Waffen kaufen zu können, vielleicht Alternativen, die auf das Niveau der anderen gebalanced sind, weil dann würdest du ja immer overpowerter in die Matches reingehen und vielleicht auf den einen oder anderen Newbie treffen, den du dann mit deinen hart erspielten Waffen relativ fix über den Boden geschossen kriegst, dass der hier jedes Mal dir das Intro vor die Nase schiebt. Galeone, Schaluppe und genau, da sind wir wieder dort am Start. Das wäre aber auch nicht so ein... Das nervt mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Drücke ich da jetzt drauf, kommt diese Menü-Geschichte. Alleine segeln und er fängt direkt ein Spiel an zu suchen. Ne? Dass ich nicht irgendwie da auch mal so auf meinen Charakter zugreifen kann und gucken, auch was haben wir da versenkt, was haben wir hier gemacht, was haben wir dort gemacht, wie viele Schätze, was habe ich gerade an Talern am Start, welche Skins gekauft und etc. pp. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht offenbart sich das an gewisser Stelle dann noch. So würde ich einfach mal sagen... Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, ihr euren Londratin.
Wir alten Piraten Gesocks ziehen uns jetzt zurück und wünschen eine gute Nacht soweit. Hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Und du kannst ja zwischen einer Pistole, Schrotflinte oder Sniper wechseln. Upgrades gibt's leider nicht. Hätte ich das vorhin auch schon gekonnt, relativ? Nette Pointe für den Schluss. Vor allem mit der Schrotflinte hat der Spast auf mich geballert. Aber läuft. Dementsprechend seid auch beim nächsten Mal dabei. Wenn ich mir wieder so einen Rotz zusammenschuster hier, dann vielleicht etwas produktiver und auch mit ein bisschen mehr Kontext im Köpfchen. Kann nur schief gehen. Dementsprechend good night, good fight und tschüss im Wölkchen. Wir hören uns morgen dann, Merbo, würde ich sagen. Ahoi, Matrosin. Di-d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 i